Hallo, mein Kaninchenfreund. Hallo, meine Kaninchenfreundin. Ja, ich meine dich. Genau dich da draußen, hinter dem Monitor. Und zwar ganz persönlich. Glaubst du, du kennst dich aus mit artgerechter Kaninchenhaltung? Was bedeutet artgerecht? Ganz speziell, was die Fläche betrifft, wo ein Kaninchen leben sollte. Ist das ein Quadratmeter, sind das zwei Quadratmeter oder was ist deine Meinung? Und ich sage euch, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen. Derjenige, der vielleicht seine Kaninchen für eine Kaninchenzucht hält, der würde jetzt wahrscheinlich sagen, 80 Quadratzentimeter reichen doch vollkommen aus, weil das steht irgendwo in meinen Vereinsvorgaben als Mindestmaß und das ist vollkommen ausreichend. Die unter euch, das sind jetzt die Masse, die jetzt Kaninchenliebhaber sind, ich zähle mich mittlerweile auch so einigermaßen dazu, werden wahrscheinlich mit den 2 Quadratmetern kommen. Da gibt es so ein paar Einzelne, die sagen, nee, 3 Quadratmeter muss das mindestens sein, 2 sind noch viel zu wenig. Tja, und dann gibt es noch die Selbstversorger, da spielt das auch eine untergeordnete Rolle. Ich zähle mich ja nun auch dazu, die haben oft eine Mischung aus den ganzen. Und ein paar Spezialfälle, die ich jetzt auch schon kennengelernt habe, prahlen mit ihren Freigehege. So um die 10 Quadratmeter, 20 Quadratmeter. Tja, ich sage euch, alles Pillepalle. Ja, was ist denn nun artgerecht? Wir können ja leider die Kaninchen nicht fragen, ob jetzt so 2 Quadratmeter reichen oder 3 oder vielleicht doch lieber 10 oder wie wäre es vielleicht mit 30 Quadratmetern oder hängen wir noch eine 0 hinten dran? Wie wäre es mit 300 Quadratmeter? Tja, sagt ihr jetzt vielleicht, das ist ja total übertrieben. Sowas gibt es doch eh nicht. Wer hat ein Kaninchengehege mit 300 Quadratmetern? Hallo Daniel. Hi. Daniel ist nämlich einer von denen. Der hat doch tatsächlich ein Kaninchengehege mit 300, was hast du gesagt? 304,68. Merkt euch die Zahl, 304,68. Wobei die 4,68 können wir jetzt eigentlich getrost weglassen, aber das sind die Bäume. Also die Bäume, die fallen weg. Genau, das sind die Flächen, die ihr jetzt wahrscheinlich zu Hause als Standardmaß für 2 Kaninchen so seht, 4,68. Wir lassen die einfach weg und runden das auf 300 Quadratmeter ab. Tja, und deswegen bin ich nämlich heute beim Daniel, weil Daniel hat mir das gesagt oder geschrieben per E-Mail, glaube ich, hatten wir kommuniziert. Weil ich eine Marburger Fee wollte. Ah, eine Marburger Fee, die hat er auch bekommen, werdet ihr nachher gleich sehen. Und da habe ich gesagt, Daniel, ich muss das sehen, weil das glaubt keiner. Und ich möchte das unbedingt sehen, wie das funktioniert, wie das sein kann, dass die Kaninchen hier alle frei leben auf 300 Quadratmeter Fläche. Und ihr könntet jetzt live dabei sein, wenn ich den Daniel sein Kaninchengehege durchstöbere. Aber du könntest mal noch was zu dir sagen. Wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Gehege zu machen? Was war da? Ja. Ja, logisch, weil ehrlich. Da ich ja nur in der Schweiz arbeite und eigentlich rein effektiv nur 1 bis 1,5 Tage zu Hause bin, bin ich einfach viel zu faul, Rasen zu mähen. Genau, das hat er mir auch geschrieben. Er ist zu faul, Rasen zu mähen und deswegen hat er Kaninchen. Ja, ist so ehrlich. Das ist so, ja, ist so. Ist definitiv die bessere Variante. Ich bin einen Tag zu Hause und dann will ich den Rasen mähen. So einfach. Also ich habe mir das ja auch vorhin schon angeschaut und ich bin mehr begeistert, als ich das bisher irgendwo gewesen bin. Und lange Rede, kurz Sinn, kommt einfach mit. Schaut's euch an. So, hier hinten geht es los. Dieser Zaun ist schon dieses Kaninchengehege. Und wie man sehen kann, aus einfachen Bewährungsgittern. Die gibt es im Baumarkt zu kaufen für wenig Geld. Und solche Rundhäuser. Wie viel? 4 Euro sagt Daniel? 4 Euro pro, also 3,95 Euro im Hornbach. Hornbach. Also wichtig ist Hornbach, weil Bauhaus ist teurer, oder? Ja. Okay. Also in dem Fall schon. Bei Voyendraht ist natürlich wieder, entweder nimmt man Amazon oder Voyendraht ist natürlich Bauhaus, wo du bist. Ja. Ist definitiv eine sichere Variante. Weil das ja relativ grobmaschig ist, hat er hier unten noch so ein normales Kaninchendraht. Oder genau, zeige ich euch gleich. Fakt ist, das ist noch reingegraben, dass sie sich hier nicht rausgraben können. 50 cm. Und diese 50 cm, die er eingegraben hat, reichen ja aus seiner Sicht, aus meiner Sicht vollkommen aus. Und jetzt gehen wir hier mal rein. Hier müssen wir aber aufpassen, dass wir da nicht irgendwo drauf treten. Nämlich da drauf. Ist das nicht putzig? Das verschwindet hier vollkommen in diesem Riesengehege. Ja, gerade mal 8 Wochen alt jetzt. 8 Wochen alt? Ja, die leben sich gerade ein. Und vollkommen verloren hier in diesem Riesengehege.
Hallo, wer bist du denn? Die Annika. Annika. Und Annika ist die Freundin oder Frau. Seid ihr verheiratet? Ja, ja. Verheiratet. Und die managt das hier Ganze alles ein bisschen mit? In der Woche muss sie ran, ja. Logisch. Wobei die Kaninchen machen ja fast alles alleine, ne? Die fressen den ganzen Tag alleine. Die haben immer, die Heuraufe ist voll mit Heu und von denen immer. Und Gras gibt es hier sowieso in Genüge. Und der Garten ist auch gleich da. Aber spielen wollen sie halt auch viel. Ja, die wollen abends immer eine Runde kuscheln. Ne? Kommt die Decke rein bei gutem Wetter und dann können sie tun. Denn das ist das nächste Geniale, die Kaninchen sind alle handzahm. Ich wurde vorhin schon von den einen oder anderen Großhasen oder Großkaninchen begutachtet und fast angeknabbert. Die sind alle zu mir gekommen. So, jetzt schauen wir mal hier weiter. Jetzt sieht man erstmal eine ganze Weile kein Kaninchen, weil die sind alle da oben. So, und hier liegt schon das erste. Daniel, ist das hier eine Rasse oder ist das einfach ein... Okay, also es ist eine Rasse, aber er weiß nicht, wie die heißt. Aber das hier ist auf jeden Fall eine Rasse, die heißt... Wie heißt die? Deutsche Riesen. Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen. So, und selbst diese deutschen Riesen sehen total winzig aus in diesen Riesenfreigehege. Und die haben alle Namen, stimmt's? Und falls jetzt jemand denkt, die hat hier eine Wunde, das hat die nicht. Die hat Nagellack an den Ohren. Das dient dazu, um die Kaninchen auseinanderzuhalten. Das ist eigentlich eine tolle Idee, weil für mich sehen die alle gleich aus. Ja, Daniel, erklär mal, wie geht das hier bei dir? Hast du keine Probleme mit irgendwelchen Raubvögeln oder... Na, er zeigt es schon, hier oben ist ein Netz. Da kann man sich Obstnetz bei Amazon bestellen für 55 Euro bei 15 mal 12 Meter. Bist du aber nicht ganz sicher jetzt, oder? 15 mal 12 Meter hat das Netz an sich, kostet um die 55, 60 Euro. Ja, und du hast jetzt den Vorteil mit den Bäumen hier, ne? Ja, die kann man die Bäume mit festmachen, kann den an vorhandene Zäune mit festmachen. Ich empfehle immer, keine Nylonschnüre zu nehmen, sondern Edelstahldraht, weil der ist einfach langlebiger, der hält wohl die nächsten 1000 Jahre. Und ja, wir hatten auch schon die Erfahrung machen müssen mit einem Busser, der mal kleine geholt hat. Einmal oder einmal. Öfters? Einmal. Ja, das geht ja, das lässt sich verkraften. Und so ein großer Busser, der schlägt auch einen großen. Ja, das habe ich schon gehört. Also das ist auf jeden Fall eine ideale Lösung hier mit diesem Netz. Reicht vollkommen aus. Und da muss man öfter mal reingehen und mal abschlagen vom Schnee. Ja, ja, stimmt, okay. In den Hochlagen. Da fällt nicht durch, der Schnee? Nee, der setzt sich oben fest. Der friert fest und dann wird es immer schwerer. Das sind alles Informationen, die ich bisher noch nicht kannte. Ich habe ja auch vor, sowas in der Art zu bauen. Und hier sehe ich das endlich in live, wie das bei mir aussehen wird. Tja, trotz Weitwinkelobjektiv in meiner Kamera kann ich das Gehege ja gar nicht alles auf einmal zeigen. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal hier rum, da seht ihr das nochmal, wie groß das ist. Und ich sage euch, wenn ich das hier so betrachte, das ist jetzt wirklich aus meiner Sicht endlich mal artgerecht. Alles andere, sagen wir mal bis 10 Quadratmeter, ist so ein bisschen, naja, möchte gern artgerecht. Also ich fühle mich hier pudelwohl, nicht nur ich, sondern auch die Kaninchen. Schaut euch das an, wenn das ein Kaninchen macht. Das macht das jetzt nicht extra für mich, weil es kann ja schlecht auf Kommando sich auf die Seite werfen, aber ihr seht es, das Kaninchen fühlt sich sowas von wohl. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür. Hier liegt noch ein zweites herum. Ja gut, es ist ein bisschen schreckhaft, aber es kennt mich auch nicht. Und warum ist das hier drin, Daniel? Wir haben meine Söhne von reingesetzt beim Picknick. Ah, okay, das ist jetzt nicht die ganze Zeit hier drin. So, das ist jetzt ungefähr ein Quadratmeter. Könnt ihr jetzt mal sehen. Ein Quadratmeter. Das Doppelte von diesen Gitter wären dann logischerweise zwei Quadratmeter. Das ist das, was die meisten von euch als artgerecht bezeichnen. Ich sage, nein, das ist es nicht, sondern das, was ringsherum ist, das ist artgerecht. Da wo ich die jetzt hierher habe, ich hoffe, ich werde jemanden links schicken, dass der das sich mal anschauen kann. Der hat noch mehr von denen. Der hat nicht mal Zäune, der hat nur so kleine Buchsbäumchen um sein Grundstück herum und da hüpfen die Hasen frei herum. Die ganze Ortschaft hat keinen Zaun und da rennen die frei. Da habe ich auch schon gehört, beziehungsweise eine Abonnentin.
standorttreu, ja, das ist der Hammer. Und da kommt sie jetzt her, die sind so lieb und so zahm, mit denen kannst du alles machen. Das ist der Wahnsinn. Ja, glaube ich doch. Ich habe heute extra meinen Rancher-Hut aufgesetzt, weil ich mich hier fühle wie ein Rancher in einer riesengroßen Kaninchen-Ranch. Und ich habe ja Kontakt mit einer, die heißt Nele. Und bei ihr sind ja die Kaninchen alle frei herumgehoppelt. Die hatte ja nicht mal einen Zaun, wie er das jetzt gerade gesagt hat. Und die sind abends alleine wieder zurück in ihre Schutzhütte gegangen. Und sie musste dann einfach bloß noch zuschließen und am nächsten Tag hat sie sie wieder freigelassen. So, hier ist ein Neugieriger. Und da wieder ein Gelangweilter. Der ist auch neugierig. ...300 Quadratmeter Wiese zur Verfügung. Das ist einfach nicht machbar, gerade für die unter euch, die in einer Stadt wohnen. Ich wollte euch das jetzt auch nur mal zeigen, um den ewigen Diskussionen, was ist denn nun artgerecht und was nicht, aus dem Weg zu gehen. Denn ihr kennt meine Meinung. Mit 2 Quadratmeter ist das Kaninchen einfach nicht artgerecht gehalten. Es macht keinen Unterschied, ob 1, 2 oder 3 Quadratmeter. Das Kaninchen ist so oder so nicht in der Lage, durch die Gegend zu rennen oder Löcher zu graben oder wie auch immer, das ist halt einfach nicht machbar. Wenn jemand von euch das Kaninchen in einer Wohnung, in einem Zimmer mit Fließboden hat, dann sowieso nicht. Das ist einfach so. Und das ist hier einfach mal ein richtig geiles Mustergehege. So, wenn ihr das machen könntet, wäre das halt relativ kostengünstig umzusetzen. Ich habe mir das jetzt hier ins Detail angeschaut und werde das wahrscheinlich ähnlich bei mir dann auch umsetzen. Denn ich habe ja noch viel vor, wisst ihr ja. So, und jetzt gibt es hier natürlich noch zusätzlich zu dem eigentlichen Gras, was die den ganzen Tag fressen können. Gibt es aus dem Garten immer noch Gemüse. Gartengemüse extra angebaut. Ja, so sind cool. Natürlich kriegen sie auch Brot, das was viele nicht wollen. Und in der Natur essen wahrscheinlich Kaninchen auch Getreide. Ja, sicherlich. Viele sagen halt, nein, das ist doch hochgefährlich und die Verstopfung ist groß da. Wo man wirklich aufpassen sollte, sind Käsebrötchen. Sowas sollen sie natürlich nicht haben. Ja. Obwohl sie es lieben. Das ist klar. Aber dann werden sie fett und träge. Wir lieben das ja auch und wir werden auch fett und träge. Genau. So ist das nun mal. Schaut mal den Kleinen an. Komm. Der andere hat sich hier in diese Box gesetzt. Das ist frisch neu geschlagen. Hier in der Müll. Und so macht das doch Spaß, oder? Wer von euch würde jetzt gerne tauschen? Also ich bin schon ein bisschen neidisch, Daniel. Aber wie gesagt, ich habe ja die Fläche, ich kann sie ja bei mir nachbauen. Hier fehlen welche. Ja, kommt der. Die haben das noch nicht mitbekommen, weil das ist ja hier so weit entfernt, wie du sitzt. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass in der Gruppe viele soziale Spannungen entstehen um Revierkämpfe, umso größer die Fläche wird. Ach so? Ja. Also sie, wo ist sie jetzt? Sind das jetzt alles Weibchen, oder? Das sind jetzt nur Weiber. Okay. Ach mal, hier, sie ist die Chefin und sie hat das absolute Kommando hier. Aber das ist ja normal. Über dieses Stück. Sie da vorne darf dahin, verjagt sie dann aber wieder. Also da gibt es dann auch schon langsam wieder Revierkämpfe, umso größer das Gehege wird. Da muss man dann doch schon ein bisschen aufpassen. Also ich denke mal, diese 300 Quadratmeter sind schon echt die Kotzgrenze. Echt? Ja, die leben sie auch auseinander, ja. Da gibt's richtig, die beißen sich, die hacken sich dann. Also du meinst, es ist schon zu groß für diese Kaninchen? Es also kommen ich noch ein paar dazu. Also wie gesagt, da oben haben wir jetzt noch eine Handaufzug. Das schauen wir uns gleich noch an, weil das fand ich auch interessant, was du da noch gebaut hast. Ja, ging ja nicht anders. Ja, und ich bin noch am Überlegen, weil Daniel sagte, ich kann mir eins von diesen kleinen mitnehmen, ob ich das wirklich tun werde. Weil eigentlich ist es nämlich genauso eine Art Kaninchen, wie ich bisher gesucht habe. Schwarz-Weiß, Löwenköpfchen. Äpfel fressen meine bevorzugt. Mhm. Die lassen alles liegen, wenn sie Äpfel bekommen. Und die Kaninchen sind zum Bespaßen oder zum Schlachten? Auch zum Essen. Auch zum Essen, so ist das nun mal. Aber wir haben uns gedacht, wenn wir so schön essen wollen, dann sollen sie wenigstens ein cooles Leben haben. Ich hasse diese Käfighaltung. Obwohl der Rammler momentan, bis sein Gehege fertig ist, im Käfig bleiben muss. Aber Käfig ist ja relativ... Weil der muss wirklich komplett eingebaut werden, weil wir die Erfahrung machen mussten, dass die auch mal über 1,60 Meter springen. Ja, das ist einfach bei den großen Kaninchen halt der Nachteil, ne? Die können auch besonders hoch springen. Sagen mal deutsche Riesen, nein, umso älter die werden, umso träger sind die, die springen nicht mehr. Aber wir haben die Erfahrung machen müssen, ja, nee, vom Wegen. Also die springen dann wirklich. Die machen einen Satz und sind drüber. So, ich hau das jetzt hier mal rum. Die Schwarzen fehlen.
sind da oben. So, jetzt wird das Futter verteilt, damit die Kaninchen was zu tun haben. Ne? Die können sich dann suchen. In der Natur müssen die sich das ja auch suchen. Genau. Im Endeffekt, in der Natur müssen sie sich alles suchen. Also sollen sie hier genauso suchen. Zeiten frisst sie schon, die hat sie schon geholt. Das, was ich jetzt ja auch bemerkenswert finde, ist, dass du das ja abends gar nicht zumachen kannst oder nicht zumachst und da trotzdem kein Marder oder so Probleme bereitet. Oder? Bis jetzt noch nicht. Also wir haben zwar viele Marder hier, aber hier, wir haben auch einen großen Hund, hast du ja gesehen. Also von dem her. Ist der nachts draußen? Der rennt die Nacht öfter draußen. Vielleicht verjagt er die Marder. Könnte ja sein, ne? Könnte schon sein. So, wollen sie suchen. Tja, ich werde etwas vorsichtiger wahrscheinlich, würde das dann so machen, dass die nachts eingesperrt werden. Aber wie gesagt, beim Daniel funktioniert das auch ohne. Die gehen dann nachts hier rein, beziehungsweise auch nicht, weil die sind ja nachtaktiv, Kaninchen, soweit ich weiß. Und die haben hier frei die Möglichkeit. Also sie klopfen auch bei jedem ein bisschen. Man lässt nachts den Hund raus, wenn der mal kurz mal raus muss oder so. Dann hört man sofort bummern, also die haben einen sehr kräftigen Tritt. Dann hört man es wirklich über 3-4 Häuser. Ja. Bumm. Ja, wie die klopfen, diesen Alarm machen. Ja, ich kenne das. Und dann rennen die sofort rein, die rennen auch unten drunter oder sitzen hier in den Betonpflanzring drin. Die Kampfkleinen springen in der Regel in die Reifen, da kommt auch keiner rein. Cool. Ja, ich könnte jetzt hier stundenlang zuschauen. Ihr wahrscheinlich auch. Aber ich habe ja gesagt, hier gibt es noch mehr zu sehen. Der Daniel ist nämlich am Bauen. Oh. Und das müssen wir uns jetzt alles noch anschauen. Und genau das werden wir jetzt tun. Auf geht's. Los, auf geht's. Auf. Hier ist der Stall, wo Daniel sagte, da ist dieser Rammler. Und übrigens auch das neue Fienchen. Wir nennen es einfach mal Fienchen, weil es ist eine Marburger Fee. Und die habe ich heute mitgebracht. Und genau wie meine Marburger Fee, die ja auch Fienchen heißt, ist diese schon angezähmt. Oder von Natur aus zahm. Wie ihr sehen könnt, lässt sie sich streicheln. Das ist Marburger Fee typisch. Die Marburger Fee stammt übrigens wieder vom Uwe. Wer ihn nicht kennt, es gibt ein Video vom Uwe. Und ich kann jetzt schon sagen, dieses Fienchen hat bedeutend mehr Platz gefühlt. Ich würde sagen 1,5 Quadratmeter insgesamt Fläche momentan zur Verfügung. Und das ist viel mehr Platz, als was Uwe den Kaninchen bietet. Also Uwe, du kannst dich davon überzeugen, das Kaninchen hat definitiv ein schönes Zuhause. Um das mal noch zu klären, warum ist das Kaninchen jetzt hier drin? Weil jetzt muss ich erstmal an das Grünfutter gewöhnen. Denn es hat nämlich bisher noch nicht so viel Grünfutter bekommen. Und das sollte man dann langsam angewöhnen. Und sobald das geschehen ist, so nach 1-2 Wochen, darf Fienchen auch mit in den Freilauf. Daniel, wie machst du das mit der Vergesellschaftung? Machst du da irgendwelche großen Experimente oder wird das einfach da reingesteckt? Das wird einfach da reingesteckt. Ich meine, ich mache mir da jetzt keine Hoffnung. Die hacken dann aufeinander rum, da wird die Rangordnung klar gemacht. Die haut dann eine Woche lang ab, verkrümelt sich und dann... Dauert das so lange? Bei mir dauert das nur 1-2 Tage maximal. Nee, also, ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Also die verpissen sich dann wirklich und hier können sie sich auch aus dem Weg gehen und... Dauert dann schon länger, okay. Wirklich schon länger, ja. Also so nach 1,5-2 Wochen ist das eigentlich durch, komplett. Dann liegen die aufeinander und lecken sich und putzen sich. Ja, so eine ähnliche Erfahrung habe ich auch. Bei mir dauert es halt nur 1-2 Tage maximal. Manchmal geht es auch innerhalb von 2 Stunden klar. Man darf da einfach nicht so genau hinschauen, weil das sieht manchmal schon grausam aus, wenn die Kaninchen sich gegenseitig da die Haare rausreißen. Aber so ist das nun mal. In der Natur ist das wahrscheinlich genauso. Wir müssten halt viel öfters in die Natur gehen und das mal beobachten. Aber wer von uns hat schon die Zeit? Also ich habe sie nicht. So, und jetzt schauen wir mal noch den Rammler an, den du gesagt hast. Der sitzt jetzt hier unten und hat auch diese 1,5 Quadratmeter definitiv geräumigen Stall. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut hier erkennen kann, aber das ist definitiv sogar größer als meine Luxusstelle, die ich da gebaut habe. Rudi, komm mal her. Und das sieht auch nicht gerade aus, als wenn er irgendwie unglücklich ist. Und ist eins der zahmsten Kaninchen, glaube ich, ne? Ja, also der ist wirklich lieb. Also wir hatten auch schon unsere Differenzen, wo er mich gebissen hat, zum Anfang gleich. Ich muss auch eingestehen, er hat dann eine gefeuert gekriegt und seitdem ist die Rangordnung geklärt und seitdem sind wir ganz lieb. Ach, kann man die Rangordnung zwischen Mensch und Kaninchen auch klären? Ja, wie machen es die Züchter? Sind wir mal ganz ehrlich, ich habe mich jetzt mit vielen, vielen Züchtern unterhalten. Und die Züchter haben natürlich auch immer mal aggressive Tiere, die werden dann einfach hochgenommen an den Hinterläufen, was ich sehr brutal finde.
Die nehmen die hoch an die Hinterläufe, schlagen den ein paar in den Nacken, sodass er kurz bewusstlos wird und dann ist das Thema eigentlich durch. Habe ich noch nie gehört. Ja. Würde ich jetzt persönlich wahrscheinlich nicht machen. Mache ich auch nicht. Aber aus Reflex hat er eine gedonnert gekriegt und ist in die Ecke geflogen. Okay. Ja, das hat wirklich ganz schön, das war richtig böse. Tja, ich habe ihn jetzt nur als extrem zahmes Kaninchen kennengelernt. Also jetzt mittlerweile ist wirklich ganz. Lässt sich richtig gut streicheln und sieht wunderschön aus. Ja, und das mit Zeichnung, Und du hast mir doch vorhin erzählt, du hast ein Kaninchen gehabt mit einem besonders großen Gewicht. Wie groß oder wie schwer war das? Ja, das hatte wirklich schon extreme 17 Kilo. 17 Kilo? Habt ihr schon mal ein Kaninchen gesehen, was 17 Kilo schwer ist? Der war schon extrem fett, ja. Also ich habe gehört, dass Kaninchen so 12 Kilo werden. Also diese, das ist die Regel, ja. Diese, aber der hat gerne deine Pellets gefressen, aber ohne Ende. Die hat er weggedonnert. Er füttert übrigens auch die Pellets, die ich habe, im Winter allerdings hauptsächlich. Und das ist das von Dolkanin. Und nein, ich bekomme kein Sponsorgeld. Nee, ich auch nicht. Der kriegt jetzt Gemüse und ich muss aufpassen, dass er hier nicht rausspringt. Weil er dann nämlich ruckzuck wieder über den Zaun draußen hüpft. Der ist 1,60 Meter hoch und so ein deutscher Riese, der kommt da locker drüber, hat mir Daniel gesagt. Und das hat er nämlich einmal schon getan und deswegen hat er ja dann diesen Wurf gehabt, da draußen im Freigehege. Allerdings hat die kein richtiges Nest gebaut und die Kleinen lagen bis auf eins im Gehege herum und das eine wird jetzt per Hand groß gefüttert. Die anderen sind dann leider verstorben. Das passiert nun mal. So viel bekommt er? Die haut er weg. Eine Stunde ist es weg. Ich dachte, ich füttere viel, aber okay, das sind ja auch andere Maße, die Kaninchen. Daniel, schauen wir noch mal deinen Dachboden an, weil da gibt es auch noch was zu sehen. Na, halb fertig. Schauen wir uns an, okay? So, und jetzt sind wir hier auf dem Dachboden. Und alleine das ist schon total cool. Das sind jetzt 18, knapp. 18 Quadratmeter? Das ist eigentlich die Aufzuchtstation. Und hier wird nur danach Wuchs produziert? Na, die Mamis, damit die hier Ruhe haben. Und dient ja auch nur zur Aufzucht, was heißt ja nur, andere haben noch nicht mal so ein Gehege, wo die Kaninchen komplett gehalten werden. Und das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Wer kann sich daran erinnern, schon mal sowas gesehen zu haben? Und das hat seine Tochter gebaut. Und ich bin da vollkommen überzeugt, dass die Tochter Qualitäten hat, was sowas betrifft. Und auch andere Qualitäten wahrscheinlich. Aber sie ist nämlich erst 14. 15? Oh, das ist ja schuld. Okay, 15, aber mit 15 Jahren so einen tollen Futternapf präzise zu bauen. Schaut euch mal diese Rundungen an. Das kriege ich selber nicht besser hin. Und das ohne Abrichte und sonstige Maschinen. Tut mir leid, ich hätte gerne so eine Werkstatt, wie du sie hast, wirklich. Also, Fazit, das ist bis jetzt das beste Freigehege, was ich je gesehen habe. Alleine durch die Fläche ist das eigentlich unschlagbar. Man kann dann natürlich jetzt noch ein bisschen was drin gestalten, wird er auch nach und nach machen, denke ich mal, damit es nicht so leer rüberkommt auf die Fläche. Müssen wir zum Klettern ein paar Wippen noch rein. Ja, aber ich denke mal, in der Natur haben die Kaninchen auch keine Spielmöglichkeiten so richtig. Wenn man es mal richtig betrachtet, in der Natur ist das Kaninchen eigentlich nur mit Futtersuche beschäftigt und verstecken, genau, deswegen Fluchttiere und was anderes. Tja. Kaninchen sind halt einfach gestrickte Tiere. Das ist nach wie vor meine Meinung. Und das ist auch einfach so. Oder was sagst du dazu? Ja. Stimmst du mir da überein? Ich denke schon. Sonst wären die nicht so, wie sie sind. Genau. Sind so lieb, so zahm. Von ganz alleine und wir haben nichts gemacht dafür. Man muss sich halt einfach nur ein bisschen beschäftigen. Man muss halt reingehen, die Kinder setzen sich rein und picknicken dann. Tja Leute, wir schauen uns das jetzt hier noch ein bisschen an, oder ich. Ihr kennt das ja alles schon, aber ich muss jetzt erstmal hier noch ein bisschen beobachten, weil das habe ich auch nicht alle Tage, dass ich so Kaninchen in einer freien Wildbahn beobachten kann, weil das kann man schon als freie Wildbahn bezeichnen hier. So, na in diesem Sinne, ihr könnt mir ja gerne schreiben, was ihr von diesem Gehege haltet. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der wieder irgendwas zu sagen hat und seine eigene Meinung gerne mitteilen möchte, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Jörg. Dani.